Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Bloons mit dem Servas. Servus. Heute zweier Runde. Jan ist gerade. Ja. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Bin ich auf oben? Der Map, ja. Also du hast die obere Seite. Ja, ja, ja. Du kannst oben Sniper hinsetzen. Ich glaube, der kann überall hinschießen. Wie oben? Auf den Turm drauf? Ja, auf die Pyramide. Guck mal. Der dürfte überhaupt keine Sichtbehinderung haben. Nee, da kann ich nichts draufsetzen. Das ist ja ein Weg. Da ist ja in der Mitte. Nicht mal um die Ecken, in die Dreiecke? Ach, doch. Ja, wird keine Sichtbehinderung angezeigt. Ja, weil da kannst du deinen Sniper mal hochleveln. Stimmt. Was baust du? Ich überleg grad. Ich glaube, dann gehe ich in den Teichen auf die Lenkwaffen-U-Boote mit der Map-Reichweite. Was kann denn mein Sniper? Wo soll ich denn raufgehen? Ich bin nicht also so. Also in der mittleren Lane musst du auf jeden Fall Nachtsicht erstmal dir holen. Okay. Ich mach mal los. Also du hast entweder die untere Lane, sind halt dieser MG-Sniper, sag ich mal, und oben hast du den AP-Sniper, der ja auch Bleiballons und so zerstört. Aber ich mag eigentlich den Schnellfeuer-Sniper lieber, der killt sich, der killt alles. Ja. Also erstmal Nachtsicht. Nachtsicht ist aktiviert. Boah, schaffen wir das? Ja, gut, du schießt schneller. Ja, aber gerade so. 200 Geld habe ich, 200 brauche ich noch, dann kann ich den schnell feuern. Ich brauche noch 100, dann kann ich überall hin feuern. Ja, warte mal, dann gebe ich dir Geld. Jetzt sind es noch 40, die ich brauche. Hast du es gekriegt? Ja. Ich bin gerade nicht im Überlegen, ob ich mal noch ein normales Äffchen baue oben. Da, jetzt dürftest du genug haben für deins. Sieht doch schon besser aus. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwas Explosives. Das stimmt. Das stimmt. Das wären das billigste wahrscheinlich Kanone. Ja, die Kanone. Aber wohin? Ich habe das Pattern noch nicht so ganz verstanden. Also sind die symmetrisch? Gehen die immer auf dieselben Lanes, also gespiegelt? Wir haben sie halt, glaube ich, noch nie komplett rumfahren lassen. Nee. Ich check's noch nicht. Aber wo stelle ich denn die Kanone jetzt hin? Na, theoretisch kannst du sie ja oberhalb deines Snipers hinstellen. Oder unten an die Ecke rechts. Yeah. Ja, halt dann irgendeine der Eckpunkte, weil die Ballons fahren ja alle einmal komplett außen rum. Okay, das sieht ein bisschen glitschig aus. Ach Gott. Das ist aber, glaube ich, erstmal ganz gut. Was mache ich aus der Kanone? Wahrscheinlich den Moab-Killer. Damit kommen wir mal ganz gut voran. So, mir fehlen jetzt noch 1200, dann kann ich zu ballistischen Raketen wechseln. Ja, ich weiß nicht, also normalerweise macht David ja immer das Echo, den Echo-Scheiß. Ja, aber bei so einer zweigeteilten Map funktioniert das nicht. Da muss jeder so seinen Teil zum Kampf beitragen. Wollen Sie mehr wissen? Du weißt, woher das ist, oder? Bin verwirrt. Google? Was? Nein, Starship Troopers. Ach so. Jeder muss einen Beitrag leisten. Möchten Sie mehr erfahren? Stimmt. Oder mehr wissen? Nee, mehr erfahren. Den habe ich vor ein paar Wochen erst wieder gesehen. Den ersten? Ja.
Ja, der erste war echt gut. Der zweite soll ziemliche Grütze sein, der dritte soll wieder gut sein. Der zweite. Weil die habe also ich keiner von denen kommt nee, an natürlich den nicht. Ersten ran. Oh, okay. Nein! Ach verdammt, den wollte ich doch gar nicht bauen. Bin ich doof. Ja. Hast du zufällig 300? Nee, nee. Okay, danke. Okay, das macht wenig Sinn. Ich kann nicht auf die andere Seite der Pyramide mit meinen ballistischen Raketen feuern, weil ich keine Sichtlinie habe. Obwohl ich das Upgrade habe, auf Ziele zu feuern, die bei anderen Bloons in Reichweite sind. Das heißt, wir brauchen da noch was. Ja gut, ich habe jetzt, also ich decke halt meine Seite mit HE jetzt ab quasi. Ich baue da drüben noch eine Kanone. Das sieht doch schon besser aus. Ich brauche 3500 jetzt. Dann kommt Semi-Automatic. Ja, der Sniper ist eigentlich ziemlich overpowered, wenn du ihn upgradest. Bei dem gehe ich jetzt mal auf das Upgrade. Links, rechts, links, rechts. Oh. Das wird knapp, glaube ich. Aber was? Das geht sich aus. Bin nicht so sicher gerade. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Na doch. Hab ich doch die ganze Zeit gesagt. okay, Tarnballons böse. Ziemlich viele Tarnballons. Also wenn du Geld hast, dann... Ne? 200 habe ich über. Naja, das bringt mir nicht so viel. Ist halt die Frage, upgradet man oder baut man noch mehr Türme? Also ein Tier 5 Turm ist besser als 10 Tier 3 4 Türme. Ja, aber bis dahin hast du halt nichts. Das stimmt. Ach, ich baue jetzt mal mein U-Boot aus. Zum Aufklärer gegen getarnte Sachen. Sind die Zebra-Ballons auch getarnte? Nee. Was sind das für welche? Die haben einen schwarzen und einen weißen in sich. Die sind okay. Immun jeweils gegen andere Waffengattungen. Boah, das weiß ich überhaupt nicht. Ich baue einfach immer das gleiche. So, jetzt wird geballert. Semi-Auto. Ja, jetzt läuft das. Aber hier habe ich ja noch gar kein zweites Upgrade rausgesucht. Stimmt, hier wollte ich den hier machen. So, Moab-Schläger haben wir schon mal. So, ich habe jetzt zwei abgetauchte Tarnaufklärungs-U-Boote auch noch daneben. Sieht bescheuert aus, ey, in diesem komischen Brunnen. Das ist so geil, dass man halt nichts sieht im Prinzip, aber... Ja. Es passiert irgendwas. Du hast da was verloren. Was? Das ist auf einmal voll die grüne Suppe da. Ja, das ist mein Otomo-Boot.
Was brauche ich für ein Full-Auto? 4,57. Das geht ja noch. Gibt's irgendwas, gegen das wir jetzt noch gar nichts haben? Fehlt uns da noch was? Naja gut, wir haben noch nicht so viel gegen die ganz Großen. Würde da so ein Superaffe, Poweraffe oder wie die heißt, helfen? Ja, auf jeden Fall. Bin mir nicht sicher, wo ich ihn hinstellen soll. Gleich oben? Nee. Ja, oben. Ich verstrahle die Ballons, siehst du das? Da erstmal hier schön Laserstrahlen. Ja gut, aber gegen die Großen habe ich ja im Prinzip zwei schon gebaut. Also die sind, können beide gegen Moabs die Raketen. Alter, ey, du kriegst ja Epilepsie, wenn du dafür empfänglich bist. Ja. Dein Sniper. Fleißiges Kerlchen. Mhm. Ich meine, du könntest theoretisch noch mehr hinsetzen, aber... Nö, ich upgrade jetzt mal den Poweraffen oder Superaffen. Ich weiß, wie heißt denn der? Superaffe. Superaffe. Ach, da oben steht das ja immer. Ja, der rockt halt auch alles weg. Und ich habe ja noch nicht mal die höchste Ausbaustufe von dem erforscht. Also ich bin ja nur Sonnenavatar. Da sind ja noch zwei offen. Ja, das stimmt. Aber das halt... dauert halt unendlich lange und so selten wie ich das spiele. Ja, geht aber die Standardrunden haben wir glaube ich gleich. Ja. Ich glaube das nächste Mal gehen wir auf schwer. Oh. Super Affe ist so super. Total affig, ey. Ich habe jetzt die Reichweite noch erhöht. So, als nächstes. Oh. Das ist ein Problem. Warum? Ich frage mich gerade, warum meine andere Rakete da nicht auf den geballert hat. Aber weiter. Du bist Raucher. Okay. Freies Spiel. Okay. Freies Spiel. Also ich sage, wir kommen easy 200. Bälle, Digga. Ja, sichi. Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch nie eine 200. Welle gesehen. So, Full Auto Sniper. Ja, jetzt haben wir leider Ballons als Gegner, gegen die der Superwaffe nichts machen kann. Die Lilan nämlich. Die sind immun gegen Laser. Was könnte man noch hinstellen? Irgendwie ein Zauberer oder so? Ja, sowas? Die anderen Superaffe mit den Gatlins. Ja, okay, jetzt hast du deinen. Bzzz. Jetzt fehlt nur noch die letzte Stufe, ne? Von wem? Von deinem Sniper. Ja, die kann ich aber noch nicht. Der sieht so Panne aus mit seinem komischen, Mündungsbremse. Ah, noch Zauberaffen. Läuft. Moab Class Blue
Headshot. Das ist so dumm. Ja, das habe ich gar nicht gehört. Also wir, ich glaube, wir kriegen nicht dieselben Sound-Samples. Schweinerei, ich krieg gar keine drei U-Boote in die Teiche. BFB inbound. BFB. 32.000 brauche ich. Läuft, ne? Und du so? Geld meinst du? Oder? Ja. Naja, gut, ich habe ja die Sachen noch gar nicht freigeschaltet. Also für meinen Sonnenavatar brauche ich 22.000. Sehr gut. Ich gehe da mal kurz aufs Klo und so, ne? Ja, ja. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt anfangen soll, irgendwie Geld zu farmen mit den Bananenplantagen. Weiß halt nicht, ob sich das rentiert. Ist jetzt ein bisschen spät dafür. Wie viel bringen die denn? Was waren das? 30 pro Banane? Das ist nicht so viel. Nee, die musst du halt erst upgraden, damit sie wirklich viel bringen. Und du musst halt auch mit der Maus die Bananen einsammeln. Ja, gut, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich baue jetzt einfach mal eine. Ja, hochleveln musst du sie so oder so irgendwann. Oh, 20 am Anfang. Upsi. Nur. Ah, da oben kann ich nicht hinbauen, weil das Menürädchen da ist. Oh, Scheiß. Blöd wird's erst, wenn die gepanzerten Zeppeline kommen. Da haben wir nicht so viel gegen. Stimmt, ich könnte mal meine Moab-Killer ausbauen. Da könnte ich mal mein Geld rein investieren, das wäre vielleicht eine Idee. So, jetzt fehlen mir noch 22.000. So, Mordkiller. Geht auch schon deutlich schneller. So richtig viel Geld bringen die Plantagen. Wie gesagt, hier musst du upgraden. So, was mache ich denn? Erhöhte Produktion? Was mache ich denn da? Warte, was habe ich denn da? Komm, hier machen wir einfach mal. Ich bin im mittleren Zweig lang gegangen, dass die Bananen wertvoller werden und zur Affenbank entwickelt werden, dass du quasi Zinsen auf dein Verdienst bekommst. Wo ist denn das? Mittlere Lane. Achso, nur den mittleren. Und dann bin ich noch auf die untere Lane gegangen, Bananenrettung, dass ich mich nicht mehr drum kümmern muss. Bananenrettung habe ich hier freigeschaltet. Da freigeschaltet. So, das ist schon der Killer. Dann machen wir den hier als nächstes. Ich vergesse das einzusammeln. Sag ich doch. Das ist voll nervig. Eigentlich muss ich die ganze Zeit mit der Maus so oben am Bildschirmrand entlang fahren. So, Moab Killer, tu was für dein Geld. Mega viel Kohle gibt es ja echt nicht. Also meine U-Boote sind schon geil. Ich habe den gerade mit einer Rakete wegklicken können. Ja, mein U-Boot, mein linkes, was Rote Oktober darstellen soll, hat so eine Rakete, die so einen Präventivschlag. Ja, da muss ich dran denken. Ich mache das viel zu selten, quasi die Fähigkeiten zu benutzen.
Gerade jetzt mit meinen Moab Killern. Achtung! Pop! So, mein Panzer overcharge ich jetzt auch nochmal. Ich spare jetzt erstmal einen Moment. Wer kann hier noch geupgradet werden? Keiner. Nur noch mein Superaffe. So, jetzt fehlen mir nur noch 8000. Ist ja quasi nix. Nö, aber dann hätte ich einen Tier 5 Turm. Ja gut, dann gebe ich dir das Geld. Friss. Ja, okay, 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 danke. Zack. Oh, bam, 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 bam. Okay, jetzt sieht's aber echt hässlich aus. Sieht ein bisschen komisch aus. Beim sitzt da gar kein Affe mehr, was ist denn das? Wenn der nächste ganz große kommt, hau ich mal hier. Wobei mache ich jetzt. Oh lol, das fetzt auch so einen kompletten Eingang weg, hast du gesehen? Die sind ein bisschen heftig. Ah ja, und dann habe ich noch die Fähigkeit. Und die. Oh lol. Okay. Also die Tier 5 Türme sind jetzt nicht unbedingt mega stark, was das Feuer angeht, aber du hast halt Fähigkeiten, die echt übel sind. Ja. Ich merke es. Ich will letztendlich meinen blöden Sonnenavatar, da fehlen mir jetzt noch 14.000. Ich bin mir gar nicht sicher, was meine Fähigkeiten machen von meinen Moab-Killern. Ich vermute, sie machen Schaden, aber... Ja, 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 also die eine Fähigkeit tut quasi einen Ballon, so einem großen, dem mit meisten Leben, glaube ich, mega viel Damage machen. Und eine erhöht die Feuerrate, aber welche ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich drück einfach drauf, wird schon was bringen. 10.000 noch. Da, bitteschön. Yay. Boom. Und das ist gerade mal Tier 4. Ja, aber mir fehlen noch knackige 30.000 Erfahrungspunkte für den Poweraffen. Kann ich dann überlegen, ob ich noch einen zweiten bauen soll. Oder levelt der dadurch nicht schneller? Zweiten Charge, ne, zweiten Superaffen. Ja. Ja, jeden Damage-Punkt, den der macht, gibt Erfahrung. Also wenn du zwei hast, die dann quasi mehr Damage machen, kriegst du auch mehr Erfahrung. Das ist halt die Frage, ob die mehr Damage machen, ob das sinnvoll ist. Ja klar, wenn ein Ballon an dir vorbeikommt, so ein großer, und du machst ihm zweimal Damage anstatt nur einmal, kriegst du doppelt so viel Erfahrung. Hä, kann ich den überhaupt zweimal bauen? Ich kann den gar nicht zweimal bauen. Echt, ist der auf einmal limitiert? Ach doch, da, super da, 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 da. Alter! Epilepsy! So ein bisschen. Spring mal einen weg. Puff. Spring mal noch einen weg. So, hier. Achso, Fähigkeiten. Oder ich könnte natürlich auch Robocop bauen. Ja, das ist halt die Gegenvariante mit den kinetischen Waffen. Kinetische Waffe. Glaube ich mal Robocop. Aber das Spiel ist voll kacke, wenn man Thumbnails machen will. Ja, du siehst halt einfach nichts mehr. Vor allem sind die meistens so aufgebaut. Also, A, finde ich es schon mal blöd, dass du rechts die Leiste halt nicht wegmachen kannst. Und meistens sind die Maps so aufgebaut, dass in der Mitte gar nicht so viel passiert. Da kommt ein bisschen auf die Map an, aber häufig passiert in der Mitte nicht so viel. Ja. Oh, das könnte jetzt knapp werden, ehrlich gesagt. Oh, nö, ja. Nix, Zomk-Zepper. BFB-Zenker, was soll denn das sein? BFB ist geplatzt. Big Peep Bloons? Wahrscheinlich, ne?
Oh, ich hab dich immer mit den Kills noch überholt. Und was sind Zombk? Sind die großen Ballons. Okay. Die grünen. Ziemlich offensichtlich. Mega mutierte... großer Ballon. Ja, aber G passt ja gar nicht. They are getting through. Ja. Das war's für heute, liebe Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich vielleicht auch mal wieder zu viert. Ja. Aber kann ich nicht versprechen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssi. Ciao, ciao.